die wissenschaftliche Tagesschau heute, die News vom 12.04.2020, 13 Uhr circa. Ja, ein Professor sozusagen aus der Schweiz hat uns nochmal gezeigt, was sozusagen ja, was zu was die Medizinindustrie so imstande ist, die und genau die Medizinindustrie, die uns Dr. Markus Krall ja auf den Hals noch stärker hetzen möchte, der ja noch viel mehr freien Markt geben möchte, ja. Und deswegen erkläre ich mal die Marktdynamik jetzt mal nicht an der Vergangenheit, sondern mal am Jetzt-Zustand, Evolutions. Hier haben wir also zum Beispiel einen Arzt in Weißrussland und der spricht mit seinem Präsidenten und sagt, ja, also das scheint mir doch alles eine Hysterie, eine Massenpsychose zu sein, was so der Rest der Welt da so macht und so. Lieber Präsident, Sie können ruhig öffentlich äußern, dass das wohl eine Massenpsychose ist, der Weißrussland eben nicht folgen wird. Dieser Arzt hat zwar die Wahrheit gesagt, aber er verdient nicht viel, denn ohne die Hysterisierung stürmen die ganzen Massen weder seine Praxis noch sein Krankenhaus. Er kann dann nicht mit ihnen sozusagen alle möglichen Medikamente und Verfahren machen, die er abrechnen kann. Dadurch kann er sozusagen die Leute auch nicht mit Killerkeimen infizieren und dadurch kann er die ganze Sache nicht verschlimmern und dadurch erst das Corona-Problem erzeugen in Weißrussland. Das ist also so jemand, der so eine Mentalität hat, würde also unter den Bedingungen der freien sozialen Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, die ja uns ja wie gesagt auch besonders im Gesundheitswesen so richtig auf den Hals hetzen möchte, hätte keine Überlebenschance auf Dauer gegenüber, vielleicht ist das noch so ein übrig gebliebener Arzt, der dann den Präsidenten beraten hat, aus der Sowjetunion, wo es eben nicht um Geld machen auf Kosten der Menschen ging, sondern um Geld machen, also um Wahrheitsfindung für die Menschen ging. Vielleicht ist das noch so ein alter traditioneller sozusagen, ja? Arzt der Sowjetunion, der ein alter erfahrener Arzt aus der Sowjetunion vielleicht gewesen, ne? Denn sicherlich wird sich der Präsident von Weißrussland damit irgendjemanden beraten haben, ne? Bevor er von der Massenpsychose der Welt gesprochen hat, der Corona-Massenpsychose oder ähnlichem. Ich weiß nicht mal genau, ob es das Wort war, aber so ähnlich war es jedenfalls. Auf jeden Fall war es irgendwas mit Psychose. Und stellen wir uns jetzt einen anderen Arzt vor, ja, der jetzt eben, stellen wir uns vor, es hätte jetzt einen anderen Arzt in Weißrussland gegeben, der hätte gesagt, nein, also Corona ist total gefährlich, wir müssen sofort Maßnahmen machen und so weiter. Dann hätte der dadurch, und der dadurch hätte er seinen Präsidenten infiziert mit Angst und Panik und also mit diesem Virus des Geistes, und dann hätten die ganzen weißrussischen Bürger sofort eine Totalpanik bekommen, wären in seine Praxis und in sein Krankenhaus gestürmt und dann hätte er eigentlich die Lizenz zum Geld selber drucken. Und so ein Arzt breitet sich in der freien sozialen Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, also aus, kann zwei Kinder ernähren, dann in der nächsten Generation hier mehr und dann entsteht eine ganze Familiendynastie von erfolgreichen, wirtschaftlich erfolgreichen Professoren, und diese werden dann das ganze zukünftige Denken der Medizinindustrie in Weißrussland bestimmen. Ja? Also das heißt, hier muss also irgendwie noch ein wahrheitsorientierter Arzt den Präsidenten beraten haben. Ja? Und jetzt in der Schweiz äußert sich also einer, der dem Ideal von Dr. Markus Krall entspricht, nämlich ein Professor, der total geschäftstüchtig ist und der eben in der Lage ist, sozusagen, ja,
Hier nochmal unser Toilettenpapier, das passt vielleicht ganz gut dazu. Das können wir jetzt alles danach dann auch in die Toilette werfen. Scherz beiseite. Dieser Professor aus der Schweiz, da habe ich jetzt zweimal schon diesen Artikel zugeschickt bekommen, ja. Dieser Professor ist ein typischer Medizin soll das Sagen haben, Forderer. Also so richtig das, was sich ja Dr. Markus Krall wünscht, nämlich dass der freie Markt und dass so die Medizin so richtig auf Kosten der Gesellschaft so richtig Geschäfte machen kann und möglichst viel verkaufen kann und so weiter. Also dieser wilde, freie Markt, den möchte er noch mehr haben, Dr. Markus Krall mit seiner bürgerlichen Revolution und Atlas-Initiative, die also unser ganzes Land zerstören würden, wenn man auf sie hören würde. Und ich hoffe, das werden wir nicht tun. Er will quasi, dass die Medizin das Sagen haben soll, ja. Und der seine Gedanken mit Medizin interner beweist, ja, so nach dem Motto, ja, es ist doch bewiesen, denn die Medizin hat doch einen Test entwickelt, der genau dahin passt. Und dann haben wir noch das gemacht als Mediziner und dann haben wir noch so panisch und hypochondrisch und hysterisch reagiert und so weiter. Also wir Mediziner haben doch intern mit dem, wie wir uns verhalten haben, schon bewiesen, dass Corona allmächtig ist, ein Killer-Virus ist, ja. Also das heißt, das sind Zirkelschlüsse, das ist also ein Medizin soll das haben, Sagen haben Forderer, der seine Gedanken mit Medizin interna scheinbar beweist oder scheinbeweist, ohne die Panikmache in ihrer Wirkung auf das Personal und die Gesellschaft einzurechnen. Ja? Ich habe gestern, denn schließlich verändert solch eine Panikmache alles in der Gesellschaft, in der Ärzteschaft, in den Krankenhäusern. Ja? Stichwort Sturm auf die Praxen und die Krankenhäuser und so weiter. Ja? Killerkeime und so weiter. Ich habe gestern den Mainstream-TV-Bericht über Weißrussland gesehen. Den sollten Sie sich anschauen. Das war Mainstream-TV über Weißrussland, ne? Bevor das jetzt alles völlig wegzensiert wird. Ne? Da sieht man, wie die Medizinindustrie, unsere Medizinindustrie im Sinne von Dr. Markus Krall frei sozial marktwirtschaftlich arbeitet. Durch den medialen Panikmache-Druck auf Weißrussland beginnen dort Ärzte von der Panik angesteckt zu werden und plötzlich Masken zu tragen. Der Rest lebt zum Glück noch ganz normal weiter. Aber wenn die Panikmache aus der Restwelt stärker ankommen sollte, kann es dann auch zum Ansturm auf Praxen und Krankenhäuser kommen. Und danach hat dann die Medizin die weitere Entwicklung selbst in der Hand und bestimmt selber, ob sie in Weißrussland die Killer-Virus-Panik auch erfolgreich ausbreiten kann. Ja? Das heißt, also da beginnt dann das ganze Spiel mit Killerkeimen des Krankenhauses, die dann infizieren, dann die ganze Panikmache, Übertherapie, aggressive Medikamente, Tests und so weiter. Das ganze Geschäft beginnt dann und dann kriegen wir durch die Medizin auch tatsächlich eine gefährliche Situation sozusagen. Wir brauchen ausschließlich medizinunabhängige Daten, zum Beispiel einen gewaltigen Anstieg der Sterbezahlen in Weißrussland, denn im Moment sind ja also und ähnlicher Staaten mit geringeren Maßnahmen und geringerer Panikansteckung, bevor jetzt die von außen kommende Panikmache ihre Eigendynamik entfaltet, denn im Moment ist es ja noch so, noch ist ja in Weißrussland noch nicht so viel Panik. Und wenn nicht die Panikmache das Problem erzeugt und das Geschäft erzeugt für die Medizin- und Pharmaindustrie,
dann müsste sich doch bei geringerer Panikansteckung und trotzdem vollständig vorhandenem Coronavirus in Weißrussland, müsste es doch bei deren Fußballspielen und so weiter jetzt zu massenhaften Ansteckungen kommen. Und zwar nicht Panikansteckungen, sondern Corona-Ansteckungen. Und dann müssten die doch alle tot umfallen und die müssten doch in der staatlichen Sterbestatistik, wo hoffentlich kein fälschender Mediziner und Pharmazeut dran beteiligt ist an der staatlichen Sterbestatistik. Ja, und zumindest wäre jetzt mal eine Sterbestatistik von Weißrussland, die jetzt einen riesigen Anstieg der Sterbezahlen in den letzten Wochen und Monaten zeigt, obwohl ihr Präsident gesagt hat, das handelt sich nur um eine Massenpsychose der Restwelt, ja, dann müsste da doch etwas deutlich zu sehen sein. Und jetzt müsste doch eigentlich die ganze Welt betteln, lieber weißrussischer Präsident, ihre Statistiker sollen schneller rechnen und die Sterbemeldungen sollen schneller gemacht werden und so weiter. Wir brauchen jetzt harte Daten darüber, ob bei Ihnen jetzt in Weißrussland alle tot umfallen oder eben nicht, weil Sie sich gegen die Übernahme der Massenpsychose der Welt, der Medizin- und Pharma-Massenpsychose der Welt, teilweise wehren konnten, erfolgreich sozusagen. Jetzt müssten sie ja also die Quittung bekommen, da sie ja das falsch machen, müssten sie ja jetzt die Quittung bekommen, dass bei ihnen die Menschen sterben wie die Fliegen. Und das müsste man, jetzt müsste man doch in ihren Staatsstatistiken eine Übersterblichkeit sehen. Ja, warum tut man das nicht? Das wäre wahrscheinlich peinlich. Also ich habe jetzt mehrere Videos gehört, die also das auch gesagt haben, genauso wie ich schon vor langer Zeit gesagt habe, dass es um den eleganten Ausstieg der Politik geht, ohne das Gesicht zu verlieren. Ja? Möglichst viel von dem starken Mann-Effekt, ich werde Kanzler, weil ich so stark durchgreife, Söder-Effekt sozusagen mitzunehmen, aber und zu verhindern, dass es zur Bloßstellung kommt, nämlich dass es irgendwann heißt, ja, der Kaiser hat ja gar keine Kleider an, ne? da war ja gar nichts, das war ja alles, der starke Mann hat ganz stark geschadet, ja, das darf natürlich jetzt nicht kommen, sondern das muss jetzt ein eleganter Ausstieg gefunden werden. Und deswegen wird man jetzt wahrscheinlich die weißrussischen Staatsstatistiken nicht anfordern. Also wäre dieser Professor nicht im Irrtum, sondern wahrheitsorientiert, hätte es sich all sein leeres Geschreibe und Gerede sparen können und die weißrussischen Sterbestatistiken präsentieren können. Warum macht er das nicht? Warum macht er das nicht? Warum macht er das nicht? Weil dann nichts von einem Killer-Virus zu sehen ist, vermute ich mal. Ne? So, weil dann nichts. Warum macht er das nicht? Können Sie es lesen? Ja, hier. Warum macht er das nicht? Weil dann nichts von einem Killer-Virus zu sehen ist, vermute ich mal deswegen. Dabei gibt es ja noch unter den 200 Staaten der Erde wird es ganz viele geben, die weniger Maßnahmen gemacht haben als diejenigen Staaten, die sozusagen so ähnliche Maßnahmen gemacht haben. Da wird es bestimmt 10, 20, 30 Staaten geben, die Ausreißer sind, ja? Die ein bisschen weniger Maßnahmen gemacht haben und bei denen vielleicht auch ein bisschen weniger Panik angekommen ist als bei uns. Ich wäre mal gespannt, wie es in Bhutan ist zum Beispiel mit ihrem Bruttonationalglück. Und davon die Staatsstatistiken und in den statistischen Sterbezahlenämtern darf niemand sitzen, der auch nur das Geringste mit Medizin und Pharmaindustrie zu tun hat, keine Interessenskonflikte und so weiter. Und dann wäre ich mal gespannt über die, da müssten doch jetzt sich die Leichen häufen und die Zahlen, also die regelrecht riesige Übersterblichkeitsberge jetzt aufgetaucht sein, verglichen mit den gleichen Wochen und Monaten der Vorjahre. Ne? So,
Und ist wohl nicht, ne? Denn sonst wäre es bestimmt schon längst berichtet worden, denn das würde ja alle Zweifler sofort in einer Sekunde mundtot machen, sozusagen. Die würden dann nur noch darüber diskutieren, ist in diesen Staaten vielleicht die Pharmaindustrie und die Medizinindustrie doch, ist es der Pharma- und Medizinindustrie eventuell doch gelungen, einen Einfluss auf die Sterbestatistiken, die staatlichen Sterbestatistiken zu nehmen? Das ist ja auch möglich, ne? Also da müssen wir dann schon, deswegen sage ich ja immer, und also staatliche Statistiken überzeugen immer nur dann, wenn über die linke Schulter die besten Kriminalpolizisten der Welt schauen und über die rechte Schulter die besten Statistiker der Welt schauen und wissenschaftlichen Methodiker über die Welt schauen. Und dann haben wir einerseits fachgerechte Statistiken und wir haben keine Fälschungen drin, ne? Und keinen Betrug und Schwindel. Wobei man noch dazu sagen muss, dass natürlich Ärzte leider immer beteiligt sind, weil sie ja den Totenschein ausstellen oder die Sterbeurkunde oder was auch immer das dann ist. Und da steckt ja schon wieder drin, da kann es ja schon wieder passieren, dass dann jemand, der vom Balkon gefallen ist, als Corona-Toter beschrieben wird. Ne? Das also möglich ist ja alles. Ne? Also von daher. Aber das wäre doch mal etwas, wo ich wirklich nachdenklich würde, wenn mehrere die Staatsstatistiken mehrerer Staaten unabhängig voneinander jetzt einen riesigen Übersterblichkeitsberg präsentieren würden. Ja, so einen richtigen Huppel, wie bei Euromomo, so Huppels, ne? So Grippe-Huppels und so weiter. Wintersterblichkeitshuppels. Ja. Übrigens, da wurde auch noch erwähnt, dass natürlich Grippe natürlich nicht das Ding ist, sondern die Wintersterblichkeit sollten wir eigentlich nicht als Grippeübersterblichkeit bezeichnen, das wissen wir ja gar nicht so genau, sondern als Wintersterblichkeit. Im Winter ist der gesamte krankmachende Lebensstil unserer Dr. Markus Krall, frei sozial-marktwirtschaftlichen Krankenlebensweise, sozusagen besonders effizient und erzeugt. Die Immunsysteme sind besonders stark geschwächt durch die freie soziale Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall. Und dadurch kommt es natürlich durch die Immunschwäche zu einer Winterübersterblichkeit. Woher die nun kommt, spielt eigentlich keine Rolle. Heißt nur, die Leute haben also schlechte Abwehr und was sie dann tötet, ist völlig egal. Das kann auch Krebs sein, weil der reagiert ja auch auf geschwächte Abwehr. Also wenn sie geschwächte Immunabwehr haben, nur dann kann ja ein Krebs sie auch töten. Ne? Wenn sie eine starke Immunabwehr haben, dann werden ja die Krebsanfangszellen ja vom Immunsystem getötet. Ne? Und dadurch haben wir das Problem nicht. Ja. Ja, geht weiter mit unserer genug Toilettenkram, weiter mit unserer wissenschaftlichen Tagesschau heute. Ja, also Professor Stefan Hockertz war ja sozusagen wieder in einem neuen Talk sozusagen mit einem anderen Professor, ich glaube der klinischen Psychologie oder ähnliches. Und war dann eben auch, da wurde sowas Interessantes besprochen unter diesen Professoren, ja. Nämlich würden wir im Jahre 2017, 2018, also im Winter 17, 18, hätten wir da in jeden Nachrichten gesagt, oh, diese Woche haben wir 100 Grippetote, wahrscheinlich Grippetote, sagen wir 100 Grippetote, vermutliche Grippetote. Und dann wäre nämlich die nächste Woche gesagt worden, ach, diese Woche haben wir 1000 Grippetote. Und dann wäre die nächste Woche gesagt worden, und dann haben wir diese Woche haben wir 5000 Grippetote, Horror. Und dann hätten wir gesagt, nächste Woche wäre gesagt worden in der Tagesschau und heute, also in der nicht wissenschaftlichen, antiwissenschaftlichen Tagesschau und heute, wäre dann gesagt worden, 8000 Tote.
Ja, und dann danach wären die Zahlen wieder langsam runtergegangen, ja. Und vergleichen wir mal, wo wurde jetzt in Tagesschau und heute gesagt, ja, diese Woche hatten wir 8.000 Tote. Naja gut, da kann natürlich immer das Argument jetzt kommen, naja, wir haben ja Maßnahmen diesmal gemacht und deswegen haben wir die Zahl niedrig gehalten, ja. Übrigens, auch wenn man damals solche 17, 18 solche Nachrichten gebracht hätte, wie 8.000 Tote diese Woche, dann hätte man dabei aber immer sagen müssen, ja, aber normal für diese Woche wäre gewesen 18.000 Tote. Und dann hätte man sagen müssen, ist denn jetzt die Gesamtsumme der Toten jetzt wirklich 26.000, was ja dann wirklich hoch wäre? Oder ist sie bei 18.000 geblieben? Denn die Wintersterblichkeit kommt ja nun mal jeden Winter, ne? Und so weiter. Gut, also auf jeden Fall wäre dann die Aussage, nein, die Statistik ist bei 18.000 plus 8.000, also 26.000, das wäre doch schon mal was gewesen, ne? Gut. Und das Problem ist halt, dass da immer die Ausreden kommen können. Natürlich, wir haben ja Maßnahmen ergriffen. Und weil wir diese Maßnahmen ergriffen haben, konnten ja sozusagen jetzt nicht 8.000 Menschen in Deutschland in einer Woche sterben, eben weil wir so gute Maßnahmen gemacht haben. Deswegen sind wir ja die Helden, weil wir so gute Maßnahmen gemacht haben. Deswegen verweise ich wieder zurück, damit wir da also keinen Griff ins Klo tun sozusagen und nicht dem Toilettenhype sozusagen anheimdienen, sondern dass wir also wirklich sagen müssen, nee, wir müssen zurückkommen auf Weißrussland und die anderen Staaten. Also wo sind die sauberen Sterbestatistiken der circa wahrscheinlich vermutlichen 20 Staaten der Erde, die nicht ganz so viele Maßnahmen gemacht haben und sich nicht ganz so viel von der Panik haben anstecken lassen wie der Rest der Welt. Und da müssten doch die Menschen sterben wie die Fliegen aktuell. Und das müsste sich doch in den staatlichen Sterbestatistiken als riesiger Übersterblichkeitsberg niederschlagen, falls es sich um ein Virus handeln sollte, das nennenswert stärker als so zum Beispiel das Grippevirus von 2017-18 wäre, wo wir nicht ein Wort darüber verloren haben. Tschüssi.